Alexander Strauß, von Beginn an on fire. Der Trainer der Münchnerinnen hatte vor dem Spiel gefordert, dass seine Mannschaft die Freiburgerinnen vom Start weg unter Druck setzt. Und sein Team, es gehorcht. In den Anfangsminuten die Bayern in Weiß mit dem ersten Abschluss durch Maxi Rall. Es ist ein Duell der Tabellennachbarn, die Gäste auf Rang 3, die Freiburgerinnen einen Platz dahinter. In Lauerstellung also, und sie haben die beste Torjägerin in ihren Reihen. Janina Minge mit dem ersten Abschluss für die Breisgauerinnen. Überraschend frei ist sie da. 5 Treffer in 6 Spielen hat sie schon erzielt. 21 Minuten rum. Caro Simon legt sich die Kugel zurecht, gibt eine Ecke. Simon sucht und findet dann Lea Schüller. Führung für die Münchnerinnen. 4. Saisontreffer für die Stürmerin. Die entwischt hier ihrer Bewacherin Greta Stegemann. Kommt nicht hinterher. Und dann ist das ein schulbuchmäßiger Kopfball. Die Gäste bleiben dran, sind einfach druckvoller und griffiger. Vor allem in den Zweikämpfen. Bühl erobert den Ball. Und jetzt Vorhang auf für Linda Dahlmann gegen alle Freiburgerinnen. Wahnsinns-Solo der deutschen Nationalspielerin. Klasse gemacht, wie sie da an allen vorbeigeht. Der Abschluss für Borggräfe allerdings kein Problem. Halbe Stunde bereits rum. Es ist mittlerweile ein Spiel auf ein Tor. Clara Bühl zum ersten abgeblockt. Und dann Stanway zum zweiten. Wieder muss Borggräfe eingreifen. Weiter geht's, nur in eine Richtung. Die Bayern wollen unbedingt das 2:0 noch vor der Pause. Wieder Stanley auf Ketz und Borggräfe erneut zur Stelle. Freiburgs Trainerin Theresa Merck angespannt, denn der nächste Angriff der Münchnerinnen rollt. Über Umwege landet der Ball erneut bei Stanway, die mit dem Geistesblitz für Dahlmann. Borggräfe ist raus, aber nicht wirklich da. Und dann Rall, aber Steuerwald rettet in allerhöchster Not. Was für eine XXL-Gelegenheit nochmal kurz vor der Pause, aber Maskenfrau Steuerwald behält den Durchblick. Pause in Freiburg vor Rekordkulisse. 6.370 Zuschauer sind da und die sehen klar bessere Münchnerinnen, die hier hochverdient mit 1:0 führen. Aber es sollte besser werden aus Sicht der SC-Frauen, auch weil die Münchnerinnen mithelfen. Maria Luisa Groß, was macht die Torfrau denn da? Fast ein unfassbares Eigentor. Gerade noch mal gut gegangen. Trotzdem, die Freiburgerinnen jetzt mit ganz anderem Auftreten in Hälfte 2. Bleiben vorne drauf. Und dann gibt es die nächste Chance für Janina Minge. Die hatte unter der Woche was zu feiern, wurde erstmals für die A-Nationalmannschaft berufen. Die Bayern brauchen ein wenig, um sich in Hälfte 2 zurechtzufinden. Fehler im SC-Aufbau, dann Stanway für Clara Bühl. Aluminium. 53. Minute, da hätte Borggräfe nichts mehr machen können. 4 Minuten später wieder die Gäste. Linda Dahlmann mal wieder mit einem kleinen Kabinettstückchen und dem Auge für Maxi Rall. Aber die knallt den aus 11 Metern über den Kasten. Dann wieder Caro Simon im Blickpunkt. Heißt, es gibt Ecke, diesmal halb hoch, aber genauso erfolgversprechend. Lodis Perla Vigos Dottir mit dem verdienten 2:0 nach 63 Minuten. Erstes Saisontor für die Isländerin, die da toll in Richtung ersten Pfosten einläuft und den Ball dann über den Scheitel rutschen lässt. Super Tor. Szenenapplaus gibt's von Trainer Strauß höchst persönlich. Und die Münchnerinnen machen weiter. Stanway schickt Bühl und die auf Satrasil. 70. Minute, Deckel drauf auf dieser Partie. Wird den Gästen aber jetzt auch leicht gemacht. Viele Lücken in der Abwehrreihe der Breisgauerinnen. Bühl mit dem überlegten Querpass und Satrasil hat dann natürlich keine Mühe mehr. Aber was ist eigentlich mit der besten Offensive der Liga? Die SC-Frauen mit 19 Toren bereits heute, beißen sie sich aber die Zähne aus an der besten Defensive der Liga.
Auch dieser Ball kein Problem für Groß. Es laufen die letzten Minuten. Borgräfe direkt in die Füße von Bühl und Damjanovic, Mutterseelen allein. Die Serbin eingewechselt, muss hier eigentlich das vierte nachlegen. So bleibt es aber beim 3:0 für die Münchnerinnen. Ein ganz souveräner, abgeklärter Auftritt in Freiburg. Wenn ihr keine Fußball-Highlights mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und schaut mal hier, sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein.